Die Place! Die Place! Oh shit! Who's that Pokémon? It's no way for you! Lust auf Midlane? Ja, eigentlich schon, ne? Sollen wir einfach finito sagen? Ah, jetzt komm, lass uns heute noch fertig machen, okay? Bis 0 Uhr. Und dann gönnen wir uns 2, 3 erste Games Mitte. Aber lass uns heute noch bis 0 Uhr fertig machen. Fuck it. Ziehen wir durch, ne? Gemeinsam suffern hier. Wird es eine Locher- oder eine Macher-Challenge? Die morgen, meinst du? Ich glaube, die morgen wird eher eine kleine Challenge und am Sonntag wird auch eher eine kleine Challenge. Aber es sind halt zwei und da kommt dann so ein bisschen der Spice mit rein. Also ich würde tippen, zusammengenommen sind wir bei über 24 Stunden bei den zwei Challenges. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie individuell halt nur 12 Stunden sind, ungefähr. Also mein Tipp wäre, dass es ungefähr 12 Stunden sind. Mit wem ist die Win-Challenge? Morgen mit Dalukat, Tolkien und Solution. Und am Sonntag mit Agorin, Kani, Tolkien und Bröki. So, und jetzt lass uns mal richtig schön gut kicken in die Runde. Nee, wir spielen eine Rell. Zack. Ich zeig's dir mal an. Ja, eine Samira. Jawollo. Ja, eine Samira. Jawollo. Ja, eine Samira. Jawollo. Ich glaube, man spielt die mit Glacial Augment, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht 100%. Wo Samira? Kaiser ist das. Kaiser ist fast Samira. Ist es möglich, mehrere Lanes zu spielen und zu climben? Ja, du musst einfach verstehen, desto mehr verschiedene Sachen du spielst, desto schwerer wird es für dich zu climben. Das heißt, jede Rolle, die du spielst, jeder Champion, den du extra spielst, jeder Playstyle, den du extra spielst, macht dich schwächer im Vergleich zu anderen. Also du wirst immer schwächer und schwächer und schwächer, desto mehr verschiedene Sachen du spielst. Es ist sehr, sehr zu empfehlen, so wenig wie möglich zu spielen. Und sich sehr, sehr krass zu spezialisieren und damit wirst du am besten climben. So, warte, ich hol mir ganz kurz ein Getränk hier. Ich hol mir, oh, Ignite sollen wir noch mitnehmen. Der Exhaust ist ja nicht so gut. Ich hol mir kurz ein Getränk und dann legen wir los, ne? Schöne Coke Zero, ne, an der Stelle. Ja, mein ganzer Tisch ist nass. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, was hier was ist. Das W ist wahrscheinlich dasselbe wie davor, oder? Ja, ist es, glaube ich. Okay, nice. Ist er gerade kacken? Was? Ich war legit 20 Sekunden weg, sag mal. Oh, Leute. Wir haben da schon öfter drüber geredet. Wenn ihr so schnell kacken geht, dann solltet ihr schnell zum Arzt. Das stimmt irgendwas nicht. Ihr habt eine kleine Dysfunktion. Das sollte nicht sein. Das Rektum schließt ab normalerweise, ne? Das kann natürlich passieren, ne? Aber ich würde erstmal zum Arzt. Target spotted. Gut, sichere ich mir noch. Das war Flash, 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 Ignite. Okay, jetzt schauen wir mal wieder hier entlang. Ghost war auch noch an, ne? Also die haben einfach alles benutzt da. Aber hat trotzdem geklappt für sie, ne? Also ist nicht schlecht, wenn es funktioniert. Sollte ich mich auch auf einen Champion fokussieren? Ja, wenn du nur gewinnen möchtest und nur besser werden möchtest, spiel nur einen einzigen Champion. Auf einer einzigen Rolle. Genau. Das ist die Idee. Damit wirst du viel, viel bessere Erfolge haben und viel, viel schneller climben. Desto mehr Champions du spielst, desto schwächer machst du dich. Scheiße. Okay, bei mir sieht Rally jetzt nicht so broken aus bis jetzt, muss ich sagen, ne?
100% Death Rate aus dem Team? Weiß ich ja jetzt nicht. Ich dachte, mein Q, das war. Ich dachte ehrlicherweise, da trifft. Deswegen bin ich gejumpt dann mit einem W. Weil ich glaube, die normale Kombo ist halt, dass du Q triffst und dann dein W treffen kannst auf den Gegner. Dann bist du auch langfristig gut, auch mal andere Champs zu lernen. Das würdest du denken, aber das ist falsch. Außer du möchtest Pro-Player sein. Du brauchst keinen diversen Champion-Pool, also einen tiefen Champion-Pool, wenn du gut sein möchtest in Solo-Queue. Das ist alles Nachteil. Das sind alles tausende von Stunden, die du mehr können musst. Die du dich spezialisieren musst, die du brauchst, um Champion-Kit zu verstehen. Desto weniger du spielst, desto besser bist du als Spieler. Wenn du climben möchtest, wenn du ein gewisses Grundniveau erreichen möchtest, spiel nur einen einzigen Champion. Nur einen Champion. Das ist ein ganz, ganz fataler Irrglaube zu denken, dass man als guter Spieler viele Champions spielen muss. Du brauchst als Competitive-Spieler brauchst du ein bisschen Tiefe im Champion-Pool. Aber super viele Pro-Player haben als OTP gestartet irgendwann in ihrer Karriere. Einfach nur, weil das so ein kranker Vorteil ist, nur einen Champ zu spielen. Vom letzter Tag, wir beenden das Projekt nach heute. Das ist der letzte Tag vom T1-Projekt. Welche Champs sind da zu empfehlen? In der Theorie kannst du einen High Mechanical Champion nehmen, weil der sich dann besser transition lässt, wenn du. Also da kannst du halt mehr, besser in andere Bereiche dann gehen später. Die Lanze hat eine relativ kurze Range, ne? Ist doch nicht. War ein großer Fehler, ne? War ein großer Fehler, da nochmal reinzureiten. Sehr, sehr gut. Die, eiserne Reiterin mal wieder am Start, ne? Sehr, sehr clean, sehr, sehr clean. Einmal kurz back to base. Was baut man denn für Boots hier, ist die wichtige Frage direkt. Aber am Ende des Tages, es kommt halt immer darauf an, was du möchtest. Die wenigsten Leute wollen ja Pro-Player werden. Meist ja auch, also tatsächlich ist Pro-Player nicht so ein geiler Job, wie viele Leute denken, ja. Das wäre High Mechanical auf der Botlane, Draven, Kalista. Das sind so gängige, weil du, aber das Problem an Draven ist halt, dass er sehr, sehr hohe Pick- und Banrate hat. Das ist ein sehr, sehr beliebter oder gehasster Champion ist das. Auf Botlane Support, also Sachen wie Pyke zum Beispiel, sehr, sehr gut. Bart, die gängigen OTP-Champion. Muss ich mein E einfach in der Combo irgendwie benutzen, irgendwann, oder was? Warte, stell dir vor, ich jetzt irgendwie überlebt. Ich war so am Trippeln, ne? Ich war so am Trippeln gerade. Schade, Mann. Warte, auf der Botlane, alle sind dabei. Ja, bis auf unseren Aatrox. Aber der nimmt sich hier die Platten auf der Toplane. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Irgendwer muss es da machen. So, nehmen wir uns mal das hier. Und dann haben wir in 800, können wir für unseren Even Shroud gehen. Er fühlt sich echt cool an, Rell, aber der CC ist nice, der Damage ist nice. Ich bin halt leider nicht so gut auf ihr, würde ich sagen, aber ist schon ein nicer Champion. Rell ist statistisch gesehen der beste Supporter im Spiel, ist die hier. Oh, habt ihr den Stun gesehen? Oh, so knapp für den nächsten Jump. No. Nice. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Okay, und jetzt? Let's go! Huge! Die Ability heißt einfach Full Tilt. Oh mein Gott.
Wenn jemand richtig, richtig toxisch ist in der Solo-Queue, dann castest du mal Full Tilt auf ihn drauf, oder? Hier, nimm meinen Full Tilt, Kollege. Unk. Boah, das ganze Schild entfernt, wären stark. Wie stark ich bin, ne? Die Plays! Die Plays! Oh, shit! Ohohoho. Macht euch bereit für den Engage. Hört ihr die Signale? Das eiserne Pferdchen? Ja. Nochmal zitieren. Nice, nochmal zitiert. Oh, ich kam nicht mehr ins Weh. Ich kam nicht mehr ins Weh. Ja, so gut! So gut von Sismia Bella! Holy shit, war das nice, let's go. Was kann man eigentlich gegen AP-Varus machen? Tatsächlich nicht so viel aktuell, aber viele Leute realisieren noch nicht, wie broken der ist. Vor allem auf der Top-Lane aktuell, weil der kaum schlechte Matchups hat. Aber die meisten verschließen sich noch vor der Church of AP-Varus. Die meisten verschließen sich noch. Also, ob das geplant war, also ich meine, es sah zumindest geplant aus, würde ich sagen, oder? Mein Gefühl war schon geplant. Ja, finde AP-Varus auch ziemlich lustig, Top. Ja, lustig ist er auch, vor allem, wenn du ihn selber spielst. Ha! Schau ich die Support-Diff an. Level 9 gegen Level 11, Oh, du Loser! Zack! Und jetzt nimmst du den hier und gestunt, Junge! Und du bist auch gestunt. Und hier kommt nochmal der Buff. Und ich bin tot. Natürlich nicht. Aber ihr seid tot, hä? Rein da! Tick. Hier, du kriegst Move and Speed. Und hier mal ein Wort hin. Dann gehen wir hier rüber und darüber. Und dann tick. Und wieder aufgesessen. Soll ich gleich nochmal einen Buff am Start hier? Jawohl. Auf Bella. Jetzt in den Stratego-Flank gehen. Ja. Schaut, wie sie baiten. Ne? Die wussten überhaupt nicht, was ihnen passiert. Nicht so gut jetzt. Das war echt nicht so gut jetzt, ne? Wait, das hat 50% AP-Scaling und Max-Health-Scaling. Das heißt, wenn man... Was? Wenn man Full-AP-Rel spielt und dann mit Full-Tilt auf einen empowerten Auto-Attack von einem AD-Carry jemand one-hitted. Full-AP-Rel mit Full-Tilt... Von, wichtig. Ja, bis dann. Der Rell-Titan! Da ist er! Hippity hoppity! Your LP is my property! Einmal ganz kurz hier Reiterrichtung. Ich wollte es einfach Knights vor. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das machen wir jetzt einfach. Scheiße. Das ist sehr, 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 sehr bad für uns. Das ist sehr, sehr bad.
Und die können jetzt versuchen, Nash zu machen. Die haben keine Xayah, das heißt, die DPS ist nicht optimal, aber sie haben trotzdem, glaube ich, die Möglichkeit, den zu nehmen. Dann hat man bei genügend Masse nicht quasi automatisch... Nee, das Problem ist, also das wäre ein Tandemsprung gewesen bisher. Und das Problem ist, dass die gesagt haben, also sie haben einfach keinen Tandemspringer. Also so wie die es gesagt haben, die haben natürlich gesagt, es liegt nicht am Gewicht, sondern an der Körpergröße. Dass sie keinen Tandemspringer haben, der halt über 2 Meter groß ist. Und du musst irgendwie größer sein als die Person, die du praktisch mitträgst. Wisst ihr, wie ich meine? Dann haben die gesagt, nein, es liegt nicht am Gewicht, sondern es liegt praktisch an der Größe vom Tandemspringer. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass es am Gewicht liegt. Die wollten das nur nicht sagen, weil sie zu höflich sind. Ne? Spricht man auf dem koreanischen Server Englisch? Nee, da spricht man tatsächlich Koreanisch, spricht man auf dem koreanischen Server. So, als ob. Ja, das ist voll komisch. Man sollte wahrscheinlich einfach Nash nehmen. Nee, das stimmt wirklich mit der Größe. Really? Wait, what? Aber es ist ja eigentlich egal, wie fett man ist, über zwecks Fallgeschwindigkeit, oder? Da sind wir uns alle einig. Das wissen wir alles noch aus der Schule, nicht wahr, meine Jungs? Das wissen wir alles noch aus der Schule. Ich guess, wir haben gewonnen. Ich wurde einfach gerade gewonnen, aber wir haben, glaube ich, gewonnen. I guess. Let's go, Tyrell! Damit sind wir wieder neutral. Woo! Wenn die beiden Springer ungleich groß sind, kommt das vielleicht zu einem Traumtaumeln durch den ungleichen Luftwiderstand, denke ich mal. Ja, ich glaube, das war auch denen ihre Problematik. Es kommt durch ein Taumeln durch den unterschiedlichen Luftwiderstand. Ja, genau. Ja. Da kommt er wirklich kräftig ins Taumeln dann. Nice. So, 4-4, meine Damen und Herren. Läuft ja richtig gut heute. Neutrale Tage, immer gut.